Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen im österreichischen Nationalrat, gleich zu Beginn zu der nicht wirklich spektakulären ÖH-Novelle bringe ich einen Abänderungs- bzw. Zusatzantrag gemäß § 53 Absatz 3 der Geschäftsordnung ein zum Bericht des Wissenschaftsausschusses über die Regierungsvorlage 2201 der Beilagen Bundesgesetz, mit dem das Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014 geändert wird. 2027 der Beilagen, Top 31. Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen. Der im Titel bezeichnete Gesetzentwurf wird wie folgt geändert. Erstens, nach der Ziffer 4 wird folgende Ziffer 4a eingefügt. 4a in § 1 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt. Doppelpunkt. Von der Mitgliedschaft ausgenommen sind alle Studierenden, die bei der Zulassung zum Studium oder bei der Meldung der Fortsetzung des Studiums den vorgeschriebenen Studienbeitrag nicht entrichten. Sehr geehrter Herr Bundesminister, mit diesem Antrag führen wir, wenn er durchgeht, zu Recht eine Opting-out-Möglichkeit der Studierenden ein, um aus dieser Zwangsmitgliedschaft der österreichischen Hochschülerschaft zu entkommen, die es sich zum Ziel offensichtlich auch schon gesetzt hat, andersdenkende Studierende aus den Hochschulen nicht nur auszuschließen, sondern auch zu verfolgen und am Körper und am Geist auch zu verletzen. Ich sage es nur dazu, weil es so aktuell ist, damit Sie alle wissen, was die österreichische Hochschülerschaft alles macht. Ein paar Beispiele, ganz aktuell, damit Sie keine Ausreden haben. Kollegen von der ÖVP, wie seit Jahren, die an sich das Gleiche wollen. Wir hätten eine Mehrheit da im Haus. Ja. Ich komme schon noch zu Ihnen. Ja. Wenn Sie die kritischen Einführungstage, Herr Bundesminister, der ÖH, die vom 9.10. bis 26.10. jetzt hier an der ÖH Uni Wien beworben auf der Homepage der Universität Wien ansehen, dann stelle ich fest, brauche ich nur lesen, die kritischen Einführungstage stellen ein langjähriges Projekt der ÖH Uni Wien dar, welches nach einer Unterbrechung durch die Lockdown-Zeit wieder stattfinden kann. Im Rahmen der GRIT-Tage finden Veranstaltungen verschiedener Art statt. Unser Ziel als ÖH ist es, dass dabei Studierende sich außerhalb des universitären Curriculums kritisch mit gesellschaftlichen Strukturen beschäftigen. Dabei ist besonders die Abschlussveranstaltung, und auf die weise ich jetzt besonders hin, und zwar die linke Messe am 26.10. eine gute Möglichkeit, am Antinationalfeiertag politische Kontakte und Freundschaften für die zukünftigen Semester zu schließen. Wenn Sie sich das anschauen, was das Programm ist, Workshops dazu, wo man raufen lernt, also den politischen Gegner bekämpfen lernt und vieles andere mehr, dann sage ich, diese ÖH Wien organisiert hier ein Vernetzungstreffen der linksextremen Szene. Eine Sauerei, sage ich an dieser Stelle. Lesen Sie noch im Heimatkurier, können Sie das im Detail nachlesen, ein paar Schmankerl. Jeden Tag eine linksextreme Veranstaltung. Zur Krönung der zweiwöchigen Veranstaltung ist am 26. Oktober ein Antinationalfeiertag geplant. Aus ihrem extrem linken Gesinnung macht diese österreichische Hochschülerschaft seit Jahrzehnten kein Geheimnis mehr. Stilistisch und ideologisch ist sie kaum von diversen Antifa-Gruppierungen zu unterscheiden. Kritische Einführungstage. Sie veranstaltet das nicht einmal alleine, sondern mit der Plattform Radikale Linke und veranstaltet diese Veranstaltung. Mitorganisatoren, auf der Homepage der Universität zu lesen, ist die Plattform Radikale Linke bestehend aus mehreren linksextremen Gruppierungen. Dazu gehört Antifa 15, Antifa Recherche Wien, Autonome Antifa Weiblich, Autonome Wienzeit und Stopp Deportation Vienna und so weiter und so fort. So bezeichnet sich zum Beispiel, damit Sie wissen, was die Antifa 15 ist, diese bezeichnen Österreich als Scheißland.
indem man sich nach wie vor mit rechten bzw. reaktionären Ideologien auseinandersetzen müsste. Die Universität, Herr Professor, ist durch diese österreichische Hochschullandschaft, aus der Sie die Studierenden befreien müssen, mittlerweile eine Festung des organisierten Linksextremismus geworden. Herr Bundesminister, in dem Zusammenhang frage ich Sie, inwieweit sind linksextreme Vernetzungstreffen von den Aufgaben der österreichischen Hochschülerschaft nach dem § 4 Hochschülerschaftsgesetz 14, nämlich die Vertretung der allgemeinen und studienbezogenen Interessen ihrer Mitglieder, umfasst? Herr Bundesminister, haben Sie da schon Ihre Rechtsaufsicht wahrgenommen? Welche allgemeinen und studienbezogenen Interessen werden durch die Abhaltung einer linken Messe, die von der ÖH als Antinationalfeiertag, den wir am 26. Oktober feiern, den Nationalfeiertag, der wird umgedeutet, wo der programmiert wird, vertreten? Was sagen Sie dazu? Nehmen Sie dazu Stellung. Sind Sie nicht auch der Meinung, dass es längst überfällig ist, dass es hier zu einer Freiwilligkeit kommt und dass wir diese unsägliche Zwangsmitgliedschaft in diesem Gremium abschaffen? Dass man dann auch noch Studienbeiträge von Mitte rechts politisch denkenden Studierenden zweckentfremdet, um hier diese Workshops vorzunehmen, um dann Spaziergänge auch zu machen, ist ein Teil des Workshops, wo man sich zum Beispiel die Häuser der nationalfreiheitlichen Studentenverbindungen anschaut. Wenn man sich die anschaut, sieht man, wie sie angeschaut werden. Die werden nämlich zerstört, Eigentum wird zerstört, alles mit Zwangsbeiträgen. Und Frau Kollegin Blimlinger und auch die anderen, nur zu dem, weil ich den Entschließungsantrag, den wir gemeinsam einbringen, zu den Ernst-Mach-Stipendien sehe. Ja, der Herr Bundesminister wird es wissen, ist ein gebildeter Mensch. Der Ernst-Mach, selber Burschenschafter, Sie wollen unbedingt hier Stipendien verteilen, die noch ihm benannt sind. Ja, war auch 6-mal nominiert für den Physik-Nobelpreis, 1-mal für den Chemie-Nobelpreis, war Rektor der Universität in Prag, älteste deutsche Universität zu diesem Zeitpunkt noch, und vieles andere mehr. Wir sind froh, wenn diese Stipendien noch dem Ernst Mach benannt werden, weil so wie heute schon gefallen ist, man muss es sichtbar machen, wo Leistung geleistet wurde, damit Minderheiten ganz einfach auch in Österreich sichtbar werden. Herr Bundesminister, helfen Sie mit, diese Festung des Linksextremismus auf den österreichischen Hochschulen endlich zu beenden, und ermöglichen Sie es mit Ihrer Fraktion, dass wir aus der Zwangsmitgliedschaft endlich auch austreten können. Danke.